Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Inner World. Es geht weiter im Geschehen und ja, wir sind jetzt auf Alt Aspen und wir schauen uns jetzt mal um. Wir spielen Robert wieder. Wir haben jetzt ein Phosphorstofftier, wo auch immer wir das jetzt herhaben. Ja, es ist auf einmal da. Das würde nicht funktionieren. Hallo? Geht keiner ran. Ja, wer denn auch? Da ist ja kein anderer. Gut, wir haben hier einen alten Basil. Hack ist auch da. Hier ist ein Pendel. Ich kann doch nicht fliegen. Aber Hack kann das. Gut, das hätten wir. Da lasse ich lieber die Finger von. Wie bekomme ich es nur auf? Das könnte Spaß. Ja, die Nasenoption. Die haben wir hier nicht, die. Nein. Wo es da wohl hingeht? Hoffentlich in eine bessere Zukunft. Zu weit weg. Okay, sonst scheint hier oben erstmal nichts zu sein. Man braucht einen altbewährten Trick machen. Aber hier oben ist wirklich nichts mehr, was wir haben. Mit Lehmklumpen. Das Zertifikat. Ein Basilenauge. Ein Basilenschweif. Ein Pendel. Das Phosphorstofftier. Und ein Wechselgeld. Und dann gehen wir wieder auf Robert. Und ja. Da steht, Achtung, Ferngespräche. Oh nein, Ferngespräche. Hallo? Geht. Was für eine Okay, hier geht's nur in die Stadt rein und. Nein. Das würde nicht funktionieren. Du hast es auch nur lesen. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Doch einer der Windmönche. Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder anspringt. Jawohl, zeig's der Welt. Stimmt, macht wer auf? Gewalt ist keine Lösung. Doch. Doch. Definitiv. Gut, dann haben wir hier oben erstmal nichts. Was mir zumindest einfallen würde. Dann gehen wir erstmal zum Stadttor wieder zurück. Oh. Oder erstmal hin. Ganz löchrig. Oder gestreift. Willkommen in Alt Aspen. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Alt Aspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui.
Du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll! Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Aha. Die geht nicht auf. Was da wohl drin ist? Süß, hier unten die Phosphors. Ich kann doch nicht fliegen. Was willst du nur von mir? Ja, wir gucken uns hier alles an. Das Symbol habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das ist zu schwer für mich. Willkommen in Alt-Aspen. Ah, okay, mehr sagt sie scheinbar nicht. Kann ich das Startmodul haben? Finger weg! Das ist mein einziger Beweis, dass die Basilen nicht echt sind. Also, ich sage euch, die Basilen sind nicht echt. Conroy hat sie gebaut, um das Volk zu... Ach, mir hört ja eh keiner zu. Wir hören euch zu und würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ihr sagt also, die Basilen sind nicht echt? Ja, richtig. Also erstens ist es ja vollkommen offensichtlich. Meine Rede. Und zweitens? Es gibt kein Zweitens. Oh. Ich schwöre, es sind Maschinen. Irgendwer hat sie gebaut. Ich habe sie abstürzen sehen. Aber niemand hört mir zu. Niemand außer ihr. Ich kenne das so gut. Ich habe schon gesagt, dass Conroy eine Verschwörung plant, als er gerade erst an die Macht gekommen ist. So offensichtlich. Endlich jemand, der mich versteht. Wenn uns doch nur alle zuhören würden. Basilen, die fliegenden Windgötter. Pft, dass überhaupt jemand darauf reinfällt. Ja, nicht wahr? So offensichtlich. Ich bin mal auf einem geritten. Ich weiß, ich war dabei. Was denkt ihr über die Flötennasen? Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Das stimmt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau. Und er hat das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Und dann herausgefunden hat, was Conroy getan hat? Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh, wow! Genau so ist es passiert. Gemacht. Können wir bitte gehen? Nein. Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht! Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten. Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König Schmönig, ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Interessante Kassette. Was ist das? Oh, das.
Das ist das Startmodul eines Basilen. Ich konnte es sicherstellen. Es ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Früher hatte ich eine Flüstertüte, eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja, naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen, manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge, wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. Diese Stille. Hallo? Hallo, Erde ans Spiel? Also. Okay, wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Wo auch sonst. Okay, das war richtig weird. Gut, Der Lehm ist... Lehm ist zu trocken. Okay, können wir den da reinklatschen? Nö. Ich kann... Was? Ja, das will ich auch gerne wissen. Kein... Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Ein Pferdchen also. Was? Ja, ein Bingo-Pferdchen. Ich möchte keinen Ärger. Ah, der schläft, das ist süß. Hack, aus! Das hast du bestimmt von... Hut. Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn dir was passiert. Hack passiert nichts. Hack passiert anderen. Genauso wie Laura. Wäre das nicht auch was für dich? Hör nicht auf ihn, Hack. Lass mich das... Wir sind gerettet. Okli-dokli. Gut, Ich brauche mehr Hebelwirkung. Okay, das funktioniert also so nicht. Dann gehen wir wieder auf Robert und dann gehen wir mal hier rein. Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal weiter zum Windbrunnen.
ein Windbrunnen. Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Du hast schon eine Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht, es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase, alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast? Gar nichts, nichts. Mir geht's gut. Pass auf. Ich mag es, wenn du das spielst. Wow. Total schön. Was zur Hölle ist das denn? Oh, sieht aus wie eine große, strubbelige Wollmaus. Du kannst im Inventar einen Song auswählen. Nein, ich bin froh. Händler. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Wow. Juhu. Chili-Kiste, eine Wundertüte, Geschäft Windbrunnen, okay. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow! Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol? Nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Nach Deutschland einreisen. Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase, der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen.
Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja, ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das Gleiche wie betrunken. Man ist eher hibbelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke. Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Gut, nach diesem genialen Gespräch würde ich die Folge für heute beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.